komm schon, Mike, fahr langsamer. Wir sind spät dran. Mir schlecht, Mike. Ich brauche ein Ginger Ale. Hol dir ein Ginger Ale, nichts anderes. Sind die Hotdogs frisch? Hab ich gestern draufgelegt. Ich nehme einen. Packen Sie ein paar Gurken auf das Mistding. Mach die Kasse auf. Bleib da stehen. Sind das Skittles, Marcus? Das sind nicht meine, Mike. Doch, sind es. Halt die Fresse! Marcus, in den Wagen. Da ist eine Knarre vor meinem Gesicht. Willst du dich mit ihm anlegen oder mit mir? Entschuldigung, Sir. Aber ich muss leider los. Rufen Sie die Polizei. Sind Sie nicht die Polizei? Hey, Reggie, hast du meine Snacks gegessen? Nein, Sir. Du hast meine Snacks gegessen, oder? Such dir endlich einen Job. Ich bin ein US Marine, Sir. Dann solltest du endlich mal ausrücken. Dad, sieh mal. Berichten zufolge hat der verstorbene Captain Conrad Howard vom Miami PD jahrelang mit Drogenkartellen zusammengearbeitet. Captain Howard wurde was angehängt. Los geht's. Was zum Teufel? Er schreibt uns von der anderen Seite. Tut er nicht, Marcus. Wenn ihr das seht, bin ich vermutlich tot. Scheiße! Mist! Verdammter Mist! Ich weiß nicht, wer daran beteiligt ist, aber vertraut niemandem. Ihr seid meine Bad Boys. Wascht meinen Namen rein. Ihr solltet vorsichtig sein. Ihr werdet verarscht, Detectives. Wir haben zwei Verdächtige, Laurie und Burnett. Sie sind bewaffnet und gefährlich. In 5, 4, 3. Verdammt! Wischwasser ist brennbar! Ich bin kein verdammter Wissenschaftler! Ihr seid echt ein paar beschissene Flüchtige. Ich brauch was Fieses, Mike. Bad Boy! Ich hab das im Griff! Hast du eben nicht? Hey, Mike, wir sind Seelenverwandte. Nein, ich stelle mir meinen Seelenverwandten anders vor als das. Du siehst nur das Äußerliche. Seelen haben keine Schwänze. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Seele einen Schwanz hat.